Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rage 2. So, ich bin jetzt hier mal wieder beim Dings zurück. Hab Munition gekauft und hab mir tatsächlich noch ein paar. Eigentlich habe ich mir noch ein paar Upgrades hier geholt. Wieso kann ich das nicht machen? Na gut, können wir den da und dritten noch was holen? Tatsächlich. Dann investieren wir halt hier Punkte. So, das wir soweit ausgelevelt, haben wir hier was Neues eigentlich? Ja, haben wir tatsächlich, cool. Na gut, Rabatt. Gerne. Ein bisschen mehr Wingsticks. So. Hallo. Wie gut das geht, wenn wir Munition haben, liebes Spiel. So, ich habe jetzt allerdings auch bei dem Typen davor, der da, dieser Zwischengegner, einfach nur die Shotgun benutzt, damit war der auch innerhalb von 2-3 Sekunden weg. Von daher war das gar nicht so schlecht. So, das war die Truhe. Da auch noch zwei Kisten, sehr gut. So, ich denke, wenn wir da hochfahren, kriegen wir die letzten beiden, ne? Kann das sein? Würde ja Sinn machen. Ja, dann können wir gleich den Dings nochmal einnehmen. Ha. Dann hoffe ich mal, dass wir das diesmal auch schaffen. Na gut, wie gesagt, jetzt haben wir Munition. Sollten wir jetzt es auch hinkriegen, die Antenne zu erobern. Bin ich doch wieder guter Ding. Aber ja, dann zeigt das doch, dass ich mich ein bisschen. Also jetzt gerade bei den größeren Dingern nicht mehr komplett vorbereitet reinstürzen sollte. Wir sind da. Ich auch nicht. Ein Meteor. Dann bleib ruhig liegen. Ich meine, hier geht das ja tatsächlich noch netterweise. Können wir hier die Munition sparen für die guten Waffen und die benutzen wir halt dann gleich, wenn sie abgeht. Hast du gerade den Wingstick ausgewichen? Das ist aber nicht nett. Das
elendige Geruckel hier auch andauern. Jo, das dürfte gewesen sein. Das Overdrive war schon wieder weg. Mist. Naja, wir haben jetzt Muni. So, dann nach und nach. Wir haben Overdrive freigeschaltet. Cool. Wie gesagt, die Waffe ist halt echt super effektiv. Netterweise. So, gute Nacht. Das läuft doch jetzt schon deutlich besser. Die sind wir nach zwei, drei Schüssen weg. Zack. Jetzt mal weg und schön verbrennen. Overdrive. Sehr schön. Mal los. Vorwärts, vorwärts, nicht zurück. So, ihr kommt hier auf dumme Gedanken, wie es scheint. Lass uns das doch mal ändern. Ja, das war leider nicht sonderlich effektiv. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn wir uns jetzt so von Overdrive zu Overdrive hangeln können. Zumindest zum Leben erfrischen ist es gut. Bitte schön. So, weg da bitte. Ja, guck mal, jetzt klappt das doch. Mehr oder weniger.
So, die ist auch schon wieder leer geschossen. Ach du Heilige. Echt für sekundenlang stehen gerade das Spiel. Das hat auch sau viele Gegner. Kacke, auch mehr. Und einfach nach. Aber selbst einigermaßen aufmodisiert dauert das halt hier noch ewig und ist schon sehr an der Grenze hier gerade. Hört einfach nicht auf. So, das war's dann mit euch. Ich glaube, wir müssen euch da mal loswerden. Das könnte ja eventuell mal was bringen, ne? Okay. Harte Runde. Sehr, sehr harte Runde. So, aber hey, wir haben es geschafft. Endlich mal. Dann ist natürlich die Frage, wo ist denn die letzte, oder wo ist denn diese Arche-Kiste hier? Kann ich nochmal Munition kaufen, so wie es aussieht. Wie ist eigentlich geldmäßig aus? 1000. 8 von 12 Archen haben wir insgesamt. Das ist doch schon schön. Die Aufladestation Dawn. Ist hier nicht verzeichnet, leider. Ich muss dann so auf die Suche gehen. Die Drohnen sind ja meistens irgendwo untergestellt. Da nehmen wir doch einfach mal die hier. So, sehr schön. Gut, das heißt, wir haben hier die Sachen soweit erledigt. Sehr gut. Wo konnte ich hier nochmal mein Dings aufladen? Meine Fähigkeiten? Und die Frage ist, haben wir... Oh, wir haben wieder ein paar Punkte. Cool. Zack, kommt das hier auch mal langsam voran. Ich glaube, das war Wellspring tatsächlich, wo wir
Na komm, lass mal gerade noch Mutant Bash die ganzen Mutantenspuren einlösen, die wir jetzt aufgesammelt haben. Da ist ja auch einiges zusammengekommen. Dann müsste ich halt nochmal. Ja, ich glaube, Wellspring war das tatsächlich, wo wir uns aufbessern konnten. Ist auch noch ein Datenpad, merke ich gerade. Das hier. Oh mon Dieu, ich bin so très désolé. Unseren verrücktesten, wildesten und abgedrehtesten Anstrengungen hat in letzter Zeit was gefehlt. Blut ohne Feuer ist wie Champagner, der nicht prickelt. Das bringt's einfach nicht. Wir brauchen Feuerwerk. Geh zu diesen herrlichen wilden Goons an der Tankstelle und sei nett. Die Goons stehen auf unsere Show. Scheint so. Kommt und geht. Wohoho! Seht, der große böse Besser ist zurück. Hab mir gerade deine Wiederholungen angesehen und mich gefragt, wann du wiederkommst. Willkommen und immer her mit deinen Bash-Marken. Gerne. So, gerade aber voll. Da hätte ich da gerne noch ein bisschen was von. Ja, sollte passen. So. Weg damit. Und ja, theoretisch, ich glaube, Waffenkern war tatsächlich so das Sinnvollste. Skins will ich jetzt nicht unbedingt. Das ist echt rausgeschmissenes Geld. Eine Ehre, Tim. Gut, was können wir denn damit jetzt reißen? Du hast alles, du hast alles. Du hast alles. Du hast auch alles. Du hast fast alles. Ich glaube, Chisora ist da ganz witzig. Und dann bitte noch ausmeistern. Totales Gemetzel. Genau. So, dann als nächstes Wellspring. Da müsste ja der Doc gewesen sein. Ja, ich glaube, dann rüsten wir uns doch gerade aus, beziehungsweise gucken, was wir dann Upgrades machen können. Und dann werde ich mir mal den DLC anschauen. In der nächsten Folge. Jo. Müsste sogar schon da gewesen sein. Du warst der Doc, ne? Ja. Ich nehme an, du hast die erforderlichen Rohmaterialien. So, okay, dann. Eins, zwei. 3, 1. Du solltest nie Arm und Bein verlieren. Naja. Mehr Mod-Materialien können. Ah, ich stehe auf Oxy, wie fast alle, aber ich übertreibe. Weißt du, was ich mir gesagt habe? Du bist zurück? Warum sehe ich keinen Hut der verräterischen Werkleute? Intelligente Lebensform näher. Hallo, so. Auf Speicher zu. Das ist noch ein dritten Verstärker. Ja, warum nicht? Nehmen wir mit. Ich hätte allerdings noch Schrott. Aktiviere Ruhemodus.
Deaktiviere Shopping Interface. Ich glaube. Das für Komponenten? Adios. Frischfleisch! So nenne ich neue Kunden. Der Tod ist das Leben. Ja, wahrscheinlich. Okay, gut, dann haben wir hier, glaube ich, alles erledigt. Dann sehen wir uns das nächste Mal da vor dem Eingang. Neugierig? Ich kann helfen. Wo es dann zum DLC-Dings runtergeht. Von daher, wir werden jetzt nach aller langen Zeit mal nach dem Hilferuf schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.